Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinen Montagmorgens-News. Mein Name ist Broken und ich erzähle euch so ein bisschen, was es Neues gibt oder was ich vorhab für diese Woche. Werde ich wohl regelmäßiger machen, montags, wenn ich es schaffe, bevor ich weg muss. Aber auch nur, wenn es Dinge gibt, die ich euch fragen möchte oder die halbwegs interessant sind. Ja. Halte ich auch relativ kurz, wird also jetzt nicht großartiges Gebabbel. Und zwar, als Info, morgen geht die Serie weiter, drehe ich die T49-Serie weiter. Die kommt ja sehr gut bei euch an, was ich so mitbekommen habe. Ich werde aber wahrscheinlich die Qualität jetzt hochfahren, weil es gut bei euch ankommt. Also auf 1080, also wie ihr es gewohnt seid von den Let's Plays. Ich denke mal, die 720er, die gefallen mir nicht. Und wenn ich es hochrendere, beziehungsweise auf 1080 aufnehme und rendere es auf 720 runter, dass die Qualität besser ist, kann ich es auch gleich komplett auf 1080 machen, wisst ihr. Deswegen, das wird sich höchstwahrscheinlich ändern. Da mache ich mal noch Gedanken drüber. Dann natürlich als Info, dass ich morgen dann drehe. Ich denke mal so zwischen 12 und 1 Uhr fange ich an mit der Serie. Ihr könnt natürlich dann wieder mitspielen. Bitte im Brokens Treffpunkt melden. Das ist immer unten links die Kanäle. Broken eingeben, suchen und Passwort 2568. Da kann man dann mitspielen. Auch nur da lade ich ein. Ihr braucht mich dann nicht zu fragen in einem Privatchat. Ja, auch für diejenigen interessant dann, wann ich die Serie dann produziere, denke ich, die mich abschießen wollen, für ein Let's Play Together zu gewinnen. Wie gesagt, morgen drehe ich circa 2 bis 3 Stunden, schätze ich mal, so viel wie die Platte halt hergibt. Und ich bin im Tier 5 Panzer, TD der Amis. Also für alle, die mich abschießen wollen, für ein Let's Play Together zu gewinnen, haben da wieder erhöhte Chancen. Und dann gibt es auch noch was Neues. Der erste Abschuss habe ich jetzt bestätigt. Flatwet hat natürlich immer ein bisschen länger gebraucht. Ihr wisst ja, der ist ja nicht gerade so hell in der Birne. Hat ein bisschen länger gebraucht, für den Abschuss bei mir auf der Facebook-Seite zu veröffentlichen. Aber das ist schon länger her und er hat es auch geschafft. Leider Gottes, der Flatrate. Es waren noch 2 andere Evil Jokers dabei, die haben mich nicht abgeschossen. Es war verdammt nochmal leider der Flatrate. Haut den mal ein bisschen an. Er weiß noch nicht, was er mit seinem Let's Play Together machen möchte, dass er gewonnen hat. Er wird es, denke ich mal verlosen oder sonst was, um mich damit zu quälen. Ich weiß es noch nicht. Ihr könnt ihn ein bisschen anhauen. Ihr wisst ja, er liebt das ja, wenn er komplett immer angeschrieben wird. Jo, ansonsten denke ich mal, was ich noch ins Auge gefasst habe, wenn die Briten kommen, eventuell auch eine Serie draus zu machen, könnt ihr mir mal eure Meinung bitte in die Kommentare posten, ob euch das gefallen würde, wenn ich da auch eine Serie draus machen würde. Und ich wiederhole mal nochmal, es interessiert mich, was ihr zu der Serie meint. Jetzt der aktuellen, was ich noch verändern könnte, ob ich wirklich komplett alles aufnehmen soll oder vielleicht doch das ein oder andere weglassen soll, wenn ich zum Beispiel auf Leute warte oder irgendwas. Weil ich muss es sowieso durchmachen. Ne? Ich sehe, dass dann sowieso was da hinten dran abgeht. Ich weiß auch nicht, ob es euch so unbedingt interessiert. Das könnt ihr auch mal in die Kommentare knallen. Oder ob ihr wirklich jede einzelne Sekunde sehen wollt, dass ich, egal was passiert, dass ihr da überall dabei seid. Könnt ihr mal in die Kommentare posten. Eure Meinung ist jetzt gefragt. So, ansonsten hoffe ich, dass die Dauerwoche gut für mich wieder ausgeht, dass mich niemand abschießt. Ich werde wieder mehr spielen diese Woche als die letzte Woche. Könnt ihr euch da nochmal ein bisschen drauf vorbereiten. Bisher lief es eigentlich ganz gut. Ich bin mal gespannt, wann der nächste wirklich randommäßige Gefecht mich abschießt. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine fantastische Woche und einen wunderschönen Montag. Wir sehen uns morgen auf dem Schlachtfeld. Vielleicht komme ich heute Abend auch mal noch, heute Abend noch eine Runde rein. Und ihr könnt mir aber noch bitte unter diese Kommentar, als Kommentar unter dieses Video schreiben, was ihr zu den Live-Chat mit mir sagt, ob euch das gefällt und eventuell, wann ich mal so ein Live-Chat regelmäßig machen sollte. Donnerstagsabends, freitagsabends, Samstag, Sonntag, damit ich mal so ein bisschen sehe, wann die meisten von euch die Geschichte mitmachen würden. Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.